Selzer TV wird unterstützt von Niggemeier, Treffpunkt Küche, Westenergie, Rewe, Apotheke am Salinhof und Ratsapotheke im Heda Center, Moltec, Kaffeerösterei Benzlips und der Stadt Salzkotten. Hallo liebe Zuschauer, vielleicht liegt es an der Sonne, die endlich mal rauskommt, vielleicht liegt es aber auch an dieser nicht enden wollenden Corona-Zeit. Es ist jedenfalls Frühling und die Menschen haben diese Sehnsucht. Sehnsucht nach Helligkeit, nach Wärme und noch ein bisschen Normalität. Eine gute Alternative sind da Urlaubsplanungen. Und natürlich am besten, wenn man den Flugplatz noch fast direkt vor der Tür hat. Wir treffen uns hier heute mit Herrn Roland Hüser, dem Geschäftsführer hier am Flughafen Paderborn-Lippstadt, um mal zu gucken, wie weit hier die Urlaubsvorbereitungen sind. Was geht hier so? Hallo Herr Hüser, schönen Tag und sehr nett, dass Sie mal wieder ein bisschen Zeit für uns haben. Sehr gerne. Hier am Flughafen hat der Geschäftsreiseverkehr um 25% zugenommen. Das ist mehr als in der Vor-Corona-Zeit. Wie kommt das? Dabei geht es um den individuellen Geschäftsreiseverkehr mit also Geschäftsreiseflugzeugen, die speziell entweder von Firmen besessen werden oder gechartert werden. Und dieser Verkehr hat in der Pandemie tatsächlich zugenommen, weil auch Linienverkehr teilweise nicht stattgefunden hat, also die Möglichkeiten im Linienverkehr an sein Ziel zu erreichen nicht so gegeben waren. Und dadurch haben viele Firmen sich also entsprechend auf diese individuelle Geschäftsreise verlagert und haben dann entweder eben eigene Flugzeuge oder chartern sich Flugzeuge, mieten sich Flugzeuge und fliegen dann mit diesen Flugzeugen dahin, wo sie hin müssen. Okay, aber in der Corona-Zeit, die Corona-Zeit ist hier am Flughafen ja auch nicht vorbeigegangen. Und was haben Sie sich jetzt für Ziele gesteckt, um zur alten Stärke zurückzukommen? Also wir haben ja den Flugplan für den Sommer vorliegen, den Touristik- und Linienflugplan. Und wir können also tatsächlich feststellen, dass wir auf dem Weg zum Vorkrisenniveau, Vor-Corona-Niveau ein sehr gutes Stück vorankommen können in diesem Sommer. Wir haben wieder Fluggesellschaften zurückgewinnen können, Reiseveranstalter zurückgewinnen können, die wir in der Pandemie nicht hier vor Ort hatten. Als Beispiel, die TUI wird wieder ein eigenes Flugzeug hier stationieren ab Juni, das also nur exklusiv auch dann für die TUI fliegen wird und die griechischen Inseln zum Beispiel anfliegen wird, Mallorca anfliegen wird, die Kanarischen Inseln anfliegen wird. Wir haben die Sun Express zurückholen können, die täglich nach Antalya fliegen wird. Die auch im letzten Jahr tätige Corendon Airlines wird mehr machen, wird neue Ziele aufnehmen, zum Beispiel Rhodos noch anfliegen, aber auch Izmir als ethnisches Ziel anfliegen. Also wir haben eine ganze Menge zusätzlichen Verkehr, den wir im letzten Jahr noch nicht wieder gewinnen konnten, für 2022 zurückholen können. Also zeigt das Jahr 2022 schon wieder einiges an Aufwind. Eurowings fliegt, glaube ich, auch schon wieder Mallorca an, des deutschen Lieblingsinsel. Und einige Ziele hatten Sie genannt, die jetzt dann noch dazu kommen. Nochmal eben schnell als Liste. Was kommt da noch zu? Also im Grunde gehen wir, wenn man so will, einmal quer durchs Mittelmeer. Von der Türkei im Osten über die, also Antalya und Izmir, über die griechischen Inseln Rhodos, Heraklion und Kos, über Mallorca bis in Bulgarien noch dabei und bis hin letzten Endes auch zu den Kanarischen Inseln im Atlantik. Gut, wenn dann so viele Ziele wieder dazu, touristische Ziele dazukommen, ist der Flughafen logistisch dafür aufgestellt? Kriegt er das gewuppt? Auf jeden Fall, das kriegen wir hin. Wir haben uns ja darauf auch vorbereiten können. Der Flugplan fällt ja nicht vom Himmel, der ist ja auch über den Winter entstanden und aufgebaut worden, sodass wir uns also gut gerüstet sehen, das auch personell und logistisch sehr gut abwickeln zu können. Und wenn Sie da schon so einen guten Plan haben, dass das logistisch dann alles läuft, wäre ja meine nächste Frage, ne? Ist vielleicht auch noch ein bisschen Luft nach oben und geht da noch was? Könnten wir noch mit weiteren Angeboten rechnen? Also wir hören ja nicht auf, an dem Thema zu arbeiten. Wir sind ganz stark in der Akquise, im Vertrieb unterwegs mit unterschiedlichen Partnern, wie gesagt Fluggesellschaften, Reiseveranstaltern und haben natürlich das Ziel, das kontinuierlich weiter aufzubauen. Über den Winterflugplan, der immer etwas ruhiger ist als der Sommerflugplan, das ist normal. Aber auch der Sommer 2023 soll natürlich nochmal eine deutliche Steigerung dann erfahren. Auch wieder auf dem Weg zurück zum Niveau vor der Krise, vor der Pandemie. Und wir sind da sehr optimistisch. Wir haben ja jetzt aktuell auch noch diese andere Krise in der Ukraine. Muss man da mit rechnen, dass die Preise aufgrund dieser Ölsituation auch noch steigen und müssen eventuell Frühbucher nochmal nachzahlen? Kann das sein? So sehe ich das nicht. Das kann ich im Moment noch nicht abschließend beurteilen, sicherlich. Der Ölpreis ist sehr hoch gestiegen. Das ist eine Momentaufnahme
aufgrund des Krieges. Wir alle hoffen, dass der Krieg, dass schnell eine Lösung gefunden werden kann, dass dieser schreckliche Krieg auch beendet werden kann, was ja erstmal das Wichtigste ist. Und infolgedessen erwarten wir sicherlich auch wieder eine Normalisierung auf den Energiemärkten, sodass wir jetzt nur aufgrund dieser momentanen Entwicklung nicht sagen können, dass deswegen der ganze Sommerflugplan davon beeinflusst werden könnte. Wie lautet denn Ihre persönliche Prognose für die Passagierzahlen hier am Heimatflughafen? Also was wir uns vorgenommen haben, wir hatten ja im letzten Jahr schon wieder 40% mehr Fluggäste als in 2020, auf natürlich einer kleinen Basis, keine Frage. Wir hatten letztes Jahr so 130.000 Passagiere. Wir wollen auf jeden Fall die 200.000 Euro Passagiermarke dieses Jahr knacken wieder und wieder deutlich über 200.000 Passagiere generieren. Okay. Als wir uns das letzte Mal im letzten Jahr unterhalten haben, waren Sie hier Prokurist am Flughafen. Mittlerweile sind Sie Geschäftsführer. Dazu gratuliere ich natürlich nochmal ganz herzlich. Und das ist offensichtlich auch ein Zeichen, wofür Ihr Herz schlägt, oder? Ja, absolut. Ich hoffe, das merkt man auch, dass das so ist. Und das macht natürlich die Arbeit auch wesentlich leichter, wenn man für eine Sache brennt. Und das ist absolut der Fall, ja. Gut, dann bedanke ich mich an dieser Stelle erstmal ganz herzlich fürs Interview. Vielen Dank. Selzer TV wird unterstützt von der Volksbank Brilon-Büren-Salzgotten, der Stadt Geseke, Schuhhaus Zeanschuk, MIG, der Dienstleistungsgruppe Salzgotten, Bäckerei Lange und dem Tanzstudio Wechselschritt.